Und willkommen zurück zu Staffel 8 und das wird Folge 100. Ich glaub's gar nicht. Hinter uns, oder hinter mir, ist der Chor. Ich bin übrigens genau da. Ich bin übrigens bei Chor zu Hause. Sonst wäre ich auch hier nicht so ausgerüstet. Ihr wisst ja, Dex verliert jede zweite Folge seine Rüstung. Deswegen gehe ich jetzt beim Chor schnorren. Nein, das passiert doch nie. Das passiert doch nie. Das ist eine völlige Unterstellung. Richtig. Nein, doch. Vielleicht. Aber übrigens ist der den Drachen, hatte ich den wirklich schon mal gesehen? Ich glaube, den habe ich schon mal gesehen, habe dann schon mal für den geschwärmt, dass der so geil aussieht, ne? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass du ihn schon mal gesehen hast. Guck Aber mal, es ist eben eine Mutation halt. Guck mal zu mir, warte mal, bleib mal stehen. Warte, ich drehe mal noch um. Oh, das Tor geht allein auf. Das ist schon ein geiles Vieh. Schon geil, richtig cool. Heute, wie gesagt, Folge 100 und wie in jeder Staffel machen wir bei Folge 100 immer so ein Dingsbums und Bumsdings. Ja, meistens immer viel Action und dann auch was längere Folge. Ich denke, es wird eine 1-Stunden-Folge, wenn das dann auch alles so klappt, wie es klappen soll. Was haben wir denn eigentlich vor? Bosse wollen wir legen. Das ist immer gut. Wir haben hier noch einen Mitspieler, sprich Halef, der noch die Bosse alle mal machen möchte. Müssen wir auch noch. Von Spinne losgehend bis hoch zum Manticore. Das sind aber die Standardbosse jetzt, ne? Also jetzt keine Portal gerufene Bosse, sondern das sind diese Standard-World-Bosse, ne? Die wir jetzt machen. Ja, die Standard-World-Bosse da machen. Okay. Oh, ich bin am Hungern. Da kannst du eigentlich zaubern? Oder meinst du, ich soll jetzt recht schon? Kann ich auch. Ach gut, dann machen wir das schon mal. Dann brauche ich mir jetzt nicht gleich die Fiole hier, die du mir gegeben hast. Perfekt. Noch einmal. Oh, ich habe gerade eine Mücke. Mücke ist tot. Gut. Erster World Boss ist schon mal gestorben. Erster Gegner tot. Ich wollte gerade sagen, was fliegt denn hier die ganze Zeit so an meinem Arm herum? Es ist keine Biene. Also keine Biene. Übrigens, Leute, haltet eure... Oh, wie heißen die nochmal, die Dinger, die man in die Ohren stopft? Oropax? Oropax, ja. Oropax. Halt die Oropax bereit. Wir gehen nämlich gleich in den Community-Channel. Dann sind sie nämlich alle da, die gleich mitspielen werden. Das wird ein bisschen lauter und erst recht, wenn es dann um die Bosse geht, dann wird es dann ein bisschen hektischer, denke ich mal. Großer Sputz für alle. Großer Sputz für alle, genau. Solltest du übrigens mal T-Shirts drucken lassen. Will jeder bestimmt haben. Ich bin der erste Kunde. Okay. Und dann letzter. Du kriegst das erste Applaus. Der erste und der letzte. Das ist gut. Also wir treffen uns hinten beim Roten Ark. Beim Roten Ark. Liegt der noch im Redwood Falls oder ist er schon in der Wüste? Was? Hier geradeaus, das Ding, was vor dir steht. Ja, ist der, ich weiß nicht, sieht der geht's, ist geht's Redwood. Unterhalb Redwood ist das. Unterhalb, okay. Das wollen wir jetzt da nur machen, weil wir dort die Tiere hinporten, oder wie? Ja, nö, die holen die Rechse gerade rüber. Müssten eigentlich jetzt schon da sein, gehe ich mal schwer von aus. Aber die hatten die in die Wüste erstmal platziert. Ah, okay. Also ich fand in der Wüste, ich mag das ja nicht so sehr, diesen Trick, ne, wenn man irgendwelche Bosse spawnen kann. Und sie direkt irgendwie in so eine Arena einfärscht und dann mit irgendwelchen Mega-Super-Turrets die Bosse zersäbelt. Das ist das, ja. Nö, deswegen porten wir uns diesmal zu den Bossen hin und mal schauen, wie es abläuft. Ich hoffe, bin mal gespannt. Also ich bin mal auf den Manticore gespannt. Das ist so, den hatte ich selbst auch noch nicht. Also das auch noch Wenn nicht, das überhaupt okay. hier geht. Geht das eigentlich hier bei Ragnarok? Also soweit ich weiß, müsste der funktionieren. Die einzige, glaube ich, die nicht funktioniert, ist die Spinne, glaube ich, oder? Ja, müssen wir mal schauen. Wir sind mal gespannt, was die Jungs und Mädels dazu sagen. Ja. Apropos Jungs und Mädels, die haben mich noch gebeten, Artefakte mitzunehmen. Ach ja, hat sie so gerade mittendrin noch so erwähnt. Ich wollte das eigentlich vorher gemacht haben, bin dann aber direkt losgestürzt zu dir. Naja, ich habe ja noch ein paar Stück da. Nimm am besten einfach alle mit, die du hast. Ja, ich nehm alle, die ich jetzt habe. Der ist doppelt, das geht nicht. Das kann ich mitnehmen. Das war's. 1, 2, 3, 4 habe ich auf jeden Fall noch hier. Was ich übrigens in den nächsten Tagen geplant habe, eine Tech-Unterwasser-Base. Jesus. Aber dafür brauche ich ganz viel Element und, naja, Eisen haben wir ja noch selber noch genug, aber Element brauche ich ziemlich viele und deswegen kommen wir eigentlich, Tür auf. Okay. Eigentlich geht's auch. Ja, kommen mir die Boss eigentlich gerade recht? Ja, ist recht. Wenn ich muss mal vorbeikommen, Schreib mal ganz kurz,
ich muss mal ganz kurz, ich bleib still stehen, Leute. Ich zeige euch dann schön meine rote Minze, die mal wieder heute ganz anders ist. Ich muss mal ganz kurz der Akuma schreiben. Ich glaube, die Akuma wollte, glaube ich, dabei sein, aber irgendwie ist heute keiner da. Stone kann heute nicht. Der tut mir voll leid, der muss arbeiten. No. Ja, Spätschicht. Voll schuldig. Ja, schreibe ich mal Akuma an. Nicht aus. Akuma. So mit Ä. Ä. Kü mit Ü. Küme. Wir arken und machen Bosse. 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 Nee, ich habe lieber Bosse, sonst weiß ich nicht, was ich meine. Sonst fühlt sie sich noch irgendwie, weiß ich nicht. Was hast du gesagt? Dabei du sein. So. Heute gut so. Deutsch. Ich habe Deutsch, Deutschtüte gegessen. Oh, so. Das ist dunkel gerade. So, nimm mal den von dir. Das ist gut. Fackel ist immer. Das ist super. Das ist übrigens die S Plus, ne? Das ist die S Plus Fackel, ja. Ja, die ist. Die, geht die überhaupt kaputt? Also, da ist ein Plus dran. Nein. Die verliert keine Haltbarkeit. Das ist eine coole. Aber ja, da ich ja sowieso immer sterbe, ist das eigentlich auch wieder Wurst. Ob es kaputt geht oder ob es verlierst, ne? Sollen wir schon mal rüberfliegen? Ja, lass uns schon mal rüberfliegen. Ja, guckt euch mal rote Minze an, Leute. Ey. Dann kommt man und will man hier auf den Propeller steigen und hier, zack. Sieht aus wie so ein Haribo. Lutschbonbon. Akuma hat's gelesen, also kann sie jetzt nicht sagen, sie wusste nichts davon. Und alle Zuschauer wissen jetzt Bescheid. Jesus. Oh, ein Schild soll ich machen. Ein Schild? Just for fun, ich weiß es nicht. Nur um cool auszusehen. Ja, falls man nochmal so gegen die kleinen Spinnen oder so irgendwie im Nahkampf ran muss. Mhm, du hattest im rechten Schrank, den du mir entlockt hast, hast du ein silbernes Schild. Ja, dieses kleine Ritterschild und das andere war dieses Wikinger-Schild, hast du auch noch drin. Mhm. Ja, ich glaube, das ist nochmal eine schlechte Version von dem Harvesting-Schild, glaube ich. So. Oh, wir können der Fackel ja nicht stürzen, aber dafür lasse ich die Fackel trotzdem mal an, sonst sieht man hier überhaupt nichts. Gut, dass du schön Licht machst. Ich mach mal ein bisschen hier Leuchtturm. Mm-hmm. Ich knusper gerade ein bisschen, hört man das? Was gibt's denn Leckeres? Hast du was aus Deutschland mitgebracht oder was Italienisches? Nee. Ich habe mir noch eine Tafel weiße Schokolade mit Crisp geholt. Die war letztes Mal so brutal lecker. Oh, guck mal, ein paar Rexe stehen schon da. Hier wollen wir den Fight machen? Hier, ehrlich? Hier? Wieso nicht? Das ist ja voll, lass uns ja voll eng. Wir teleportieren. Das sind die normalen Bosse. Ach wir ja, Bosse ja ich hab jetzt echt gedacht, dass man die auf Ragnarok vielleicht auch hier hinspawnen kann. Dass man, ach, wir müssen uns ja hinporten. Mhm. Ich fand das mal ein bisschen doof. Ich fand das damals besser. Ganz am Anfang konnte man die ja spawnen und dann waren die auf der Karte. Also auf The Island zum Beispiel. Ja gut, wäre natürlich auch so, aber dafür wäre die Wüste aber wiederum besser. Hast du nicht so viel Gestrüpp in der Gegend. Hallo. Hallo, na, Dixielein? Sieht der Junge aus. Ich komm mal zu euch da runter in den Channel. Hallo, da bist du. Hallo. Habe ich dir schon mal gesagt, dass du scheiße aussiehst? Kannst du die hat doch direkt den richtigen Emote parat. Danke, wirklich. Du weißt, wie man eine Frau glücklich macht. Ich weiß es. Ihr seht, Dex ist mal wieder richtig charmant. Wir gehen mal unten in den Channel, oder? Ja. Ins Chaos. Du kannst ja selber runter, oder? Ich kann mich selber ziehen. Du kannst dich selber ziehen. Wir sind übrigens in den falschen Channel, ey. Leech of Legend. Dann, nachher ist da gleich die Horde von anderen Spielern. Okay, egal, wir gehen trotzdem mal da rein. Hallo. Hallo. So, hey, du siehst ganz toll aus. Ja. Kleiderschleiber, du. Weißt du, erst so und dann so, du. Mein Lieber. Voll die verfilzten Haare, ist ja eklig. Ja, ich wollte mal was anderes haben, ein bisschen. Sorry, was brauchst du denn an Artefakten? Ich habe noch 4 Stück mitgebracht. Soll ich die einfach mal aushändigen? Ja, händige mir die gleich einfach mal aus. Warte. Ich merke schon, dass wir übrigens im richtigen Channel hier alle sind. Heute spielen wir LOL.
Oh Mann, was ist denn hier mit diesem Rex los? Ach, jetzt hängt er hier vollkommen fest. Seid ihr eigentlich alle dabei jetzt gleich beim Kampf? Alle, die jetzt gerade hier sind? Einmal ganz kurz. Nee. Nein, ich bin noch für klein. Hallo? Einmal ganz kurz, uns fehlen eventuell noch drei Artefakte. Okay. Halef, sag noch mal, ich kann selber gucken. Wir müssen mal eben gucken, ob wir die noch zusammenkriegen. Der Chor hat noch ein paar mitgebracht. Ich habe meine ja zu Hause vergessen. Reinlegen. Aus dem Labyrinth, die zwei. Ich glaube, die hier reinpacken? Also es würden fehlen der List, Himmelherrn und Gewaltigen. Jetzt nur noch List und Himmelherrn. Siehst du. Hast du alle? Okay, warte. Chor, hast du alle gehabt? Ich hab alle. Nee, ich hatte nicht alle dabei. Also ich hab alle, die ich dabei hatte. Die ich nicht doppelt hatte, habe ich jetzt reingepackt. Also welche fehlen jetzt noch? List und Himmelherrn. Nein. List ist. Sonst müsste ich mal nach Hause fliegen. Form, genau, guck mal zu Hause. Ansonsten muss nämlich noch mal jemand ins Puzzle-Labyrinth in der Wüste. Nee, warte. Nee, wir haben ja alle. Wir haben ja alle gesammelt. Da hatte ich auch alle. Den Dex soll mal ein bisschen gucken, weil einer hat es ja eingesammelt. Dex, komm mal her. Ja? Ich tippe dir den Drachen eben frei. Da bist du ein bisschen zu Himmelherrn, unterwegs. Ja, aber List ist woanders. Ist irgendwie im Dschungel. Also wir haben ja alle gemacht. Wir haben die ganzen Dungeons durchgemacht. Also wir müssen eigentlich alle haben. Wo bist Kannst du? Kannst du gucken? Ja, ich bin mehr oder weniger unterwegs. Aber lass ruhig, ich flieg mit der roten Minze. Ach so, okay, gut. Da freut sie sich, das Minzchen. Ich lese mal übrigens vor, wer gerade alle hier im Channel sind. Der Zuschauer wissen ja gar nicht Bescheid, wer hier überhaupt ist. Ihr wisst ja übrigens, wir sind ja schon in der Aufnahme, für die es gerade gar nicht wissen. Okay, Chor, ich glaube, wir fliegen doch mit deinem. Ich bin nicht mal 2 Meter aus der Ecke hier raus. Dann bist du schon an mir vorbeigedüst. Ja, komm wieder zurück. Komm beim Roten, ich wollte gerade sagen. Ich steig einfach oben drauf bei dir. Ich kann dich auch tragen. Oder so, ja. Also, hier mal die Spitze hauen. Dann kann ich nämlich den Namen dann alle gemütlich vorlesen. Genau. Pass auf, ich gehe mal hier oben auf die Spitze. Oh, jetzt bin ich natürlich gelandet, statt Steuerung zu drücken. Hallo. Oder was war's? Hallo. Ups, nein, ich wollte die Fackel nicht schmeißen. Oh Gott, ich hab die Fackel ins Wasser geschmissen. Echt? Nach Dexila. Nein, das ist die. Namen, ja. Jetzt ist er hinterher gesprungen. Ja. Wo ist die Fackel? Da ist sie. Nein, komm her. Ich hab sie. Nein! Die Fackel. Ja, boah, das ist so dunkel hier. Ich hab sie eigentlich gerade noch gehabt. Nein, wo ist sie hin? Da ist sie. Das ist der Dex. Pick it up. So. Hat das jetzt irgendeiner geschnallt? Hat Dex jetzt die Dinger dabei oder nicht? Ich muss noch nach Hause. Tschüss. Halef, bist du gerade noch hier? Musst du mal hoch auf die Ecke Spitze. Wüste Redwood? Wüste Redwood, oder? So eine Art. Weil ein Rex ist wohl irgendwo an der Wüste hängen geblieben. Kannst du da mal schauen? Bist du an der Küste lang gelaufen? Ich bin zu klein, ich komme die Kante nicht hoch. Also, und ich falle wieder runter. Ich bin die Küste mitten durch, aber wahrscheinlich ist er ja bei Redwood hängen geblieben. Ja, genau, zwischen Wüste und Redwood. Da. Oh, ja, das war da, wo der Stein war, wo ich mich drüber lustig fand. So, jetzt nochmal. Ich bin auf dem Stein festgepackt. So, ein Flug. Let's step hier. Also, bist du über oben sozusagen? Nein! Komm. Pass auf, bleib da. Jetzt, hau zu. Über oben unten einfach am Redwood entlang, dann musst du ihn eigentlich finden. Okay. Ja, warum geht er nicht rückwärts? Denke ich. Hat rückwärts. Weil Haie nicht rückwärts. Vorwärts. Oh ja. Nein. Wieso geht denn das nicht? Ist doch nicht. Das wird was. Oh Gott, ich falle schon wieder ins Wasser. Kann ich vielleicht was macht ihr denn da schon wieder? Ich glaube, ich wäre schon dreimal zu Hause. Wahrscheinlich. Komm her, ich gebe dir den eben frei. Das wird zu doof. Bis gleich. Bis gleich. Leb wohl. So, jetzt lese ich mal die ganzen Namen vor. Also, von oben angefangen. Wir haben jetzt gerade im Channel die Anorema, den Boendal, den Chor, Dioma, Grounded, der wieder nichts sagt, gemutet ist auf Lebenszeit, Halef, den PvD-Dragon, Wolfie und die Zoe. My Fall. Siehst du mal, die Boendal, deinen Namen haben sie dann auch dann doch irgendwann rausgefunden, wer das ist. Ja, hab's ja in der letzten Folge gesagt, als Frage gestellt, wer das ist. Mhm. Hat doch jemand rausgefunden. Jemand kannte die Bücher. Was? Wer kennt die nicht? Finde ich auch. Es gibt auch ein tolles Spiel, das tolle Strategiespiel. Ja. War zwar auch nur 70% oder 70, so eine 70er-Wertung, aber trotzdem gut.
Nö, hier ist nirgendwo ein Rexy auf dem Weg gewesen. So. Der kommt doch gerade mit einem. Also, nee, das ist der nicht, der stand hier noch im Wasser. Irgendwo muss da einer sein. Ich hab, wie gesagt, ich weiß nicht wo, aber da. Soll ich noch einen UT mitnehmen? Warte, ich guck nochmal. Hier ist ein UT drin. Okay, soll ich einen, sag schon. Was habe ich denn sonst noch zu Hause stehen? Ein Dominus. Der will mich nicht spielen lassen. So, jetzt komme ich aber wieder zurück. Gut, dann muss ich den holen. Wo ist denn das? Soll wohl. Also, wenn ich das richtig deute, ist das die Dingshöhle vom. Manticore. Vom Golem. In der Stadt gibt's ja keine? Also, hat doch gerade jemand gesagt, man kann die kaufen? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal gerade zu der Stadt gucken. Ja. Vielleicht schneller. Sonst. Dein armer Drach. Denken dran, ihr könnt nur mit 25 Sachen in die Arena. Ja, das ist kein Thema. Ihr Blöden! Ich komm euch gleich dahin. Ja, ja. Machst du sowieso nicht. Hey! Peace. Und deinem Tier kann ich das nicht geben? Hm, schade. So. Und beim Artefakt schon angekommen? Ich bin schon wieder da. Also wir stehen jetzt am roten Obelisko. Ich bin gleich da, in genau 30 Sekunden. Das Himmelherrn fehlt halt noch. Hatte das noch jemand? Doch, das Rollen, hast du doch gesagt, Dex, oder? Nein. Die ihr genannt habt, die habe ich nicht gehabt. Wo haben wir denn das? Das Himmelherrn dürfte auch nicht weit weg sein. Wüsten-Dungeon. War das nicht auch bei Benny irgendwo? Labyrinth. Labyrinth? Wie viel gibt's denn im Labyrinth? Wie viele Artefakte? Drei Stück. Ah, siehst du, wie viel haben wir gefunden? Ich glaube, wir haben nur eins gefunden. Die sind aber auch alle an der gleichen Stelle, nur wenn du zu mehreren unterwegs bist, nimmt sich halt jeder eins und die spawnen halt nicht nach. Ah, okay. Mit wem waren wir denn da drin? Aber ich war auch dreimal drin, ich habe das nicht rausgezogen. Nee, dann hast du vielleicht dreimal ein anderes genommen. Und aber die anderen ich hab auch kein Tier geopfert, sondern immer mich. Kann das vielleicht deswegen? Nee, daran liegt das nicht. Wir haben auch immer ein Aleph geopfert. Hallo? Bin aber keinmal gestorben, oder? Soll ich da nochmal du bist ja immer wie so eine Rakete da rausgeflogen. Ja, flitzt ruhig mal durch. Okay. Nimm den Halef mit, dann freut er sich. Ist das nicht die Instanz, wo man am Ende gegen diese Spektralbären kämpfen musste? Ja. Ist doch da, wo ich gestorben bin und meine Klamotten verschwunden sind. Vielleicht finden wir sie ja wieder. Ja, die liegen da. Genau. So fein, säuberlich gefaltet, frisch gewaschen. Haben die Bären für Dex gemacht. Schickst du dir dann per Post. Zweitausend Jahre später. 6,5 Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später. 3 Tage später. 12 Sekunden später. 3:28 Uhr nachts. 3 Wochen später. Viele Monate später. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Dann morgen. Morgen. Ganz sicher. Irgendwann später. 12 Uhr mitternachts. Inzwischen 8:01 Uhr abends. Am nächsten Tag. 20 Minuten später, 6 Stunden später, 1 Minute 37 Sekunden später, eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später, 3000 Jahre später, 2 Stunden später, 3 Tage später, 1 Stunde später, 2 Stunden später, 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder auf. Schilder gedödel, dadel, didel. Ich muss mal was an die Schilder, Rüstungs... Zum... Ach, Mann. Rüstungsgedöns. Das ist meine. Erstmal die Basis versuchen, wieder sicherstellen. Jetzt läuft er wieder weg. Fehlt jetzt noch jemand? Ja, ich. Ja, ich. Achso. Ja, die sind noch unterwegs. Warte mal. Keine Hecke, keine Panik. Du hast zwei. Keine Panik auf den Titanen. Erstmal den Deck voll füttern. Denken wir vorher nochmal alle kurz Pipi. Genau. Die Frauen müssen nochmal Pipi. Kurze Frage, Mann. Jeder, der ist hier im TR, vor Ort ist, ist auch ein TS. Oder fehlt jetzt jemand, der hier ist und nicht ein TS ist? Ich bin auch nicht da. Du bist auch ein TS. Aber wir sind, glaube ich, alle, die jetzt auch mitmachen, ne, in diesem Channel, oder? Ja, darum geht's halt. Kannst du den eigentlich direkt einfach so abschließen?
Das hatte ich nämlich ganz vorgehabt. Super. Jesus, keiner kommt mehr rein, keiner kommt mehr raus. Hast du? Verdammt, sind gefangen. So, und hast du jetzt das Artefakt mitgenommen? Rion de Vaplu, keiner geht. Geht's, geht's. Was für ein Artefakt? Keine Ansätze mehr. Keine Ansätze das, mehr. Der Flügel. Das hat doch Chor. Nein, das hat so. Alles gut. Ich hab, ja, aber Stone hatte doch auch noch eins. Hab ich weggeschmissen. Wenn es so schwer war. Nein, ich dachte nur nicht, dass jetzt Stone auch noch eins mitgebracht hat. Und der voll sinnlos und so. Nee, warum? Das ist doch gut. Kann man es ja direkt zweimal machen. Was? Nein, wir brauchen dafür erstmal noch Speck und so eine Kacke. Irgendwas braucht ich doch noch. Achso, da finden wir ganz schnell viel Speck. Achso, übrigens. Nur mal so zwischendurch und nebenbei und so am Rande. Wir sind übrigens die ganze Zeit schon in der Aufnahme. Nur mal so als. Ist ja immer so heimlich, ne? Ja. Also ich muss ja sowieso den Leuten nochmal sagen, das ist jetzt nicht mehr der Tag von vorgestern, das ist auch nicht mehr der Tag von gestern, das ist jetzt der Tag von heute. Also, ne? Das ist jetzt der Tag von heute. Ja, das ist der selbe Tag, er wird bloß nicht zugeben. Also nicht mehr vorgestern und auch nicht mehr gestern. Wir haben aber dieses Artefakt endlich gefunden. Aber warum packt ihr die Artefakte jetzt wieder raus? Oh Gott. Seid ihr doof? Finger weg von den Artefakten! Wer war das? Wer hat dran umgefummelt? Pack die wieder rein! Ich hab keine rausgenommen. Nee, aber warum fehlt dann auf einmal eins? Was fehlt denn? Beziehungsweise das Himmelherrn ist auch noch nicht drin. Finger weg von den scheiß Artefakten, ey! Hab ich. Damit nicht einer aus Versehen schon startet. Und was, warum ist das von dem Immun jetzt? Ja. Das war schon rein. Was? Was war was? Hau ab! Also was war jetzt eigentlich das Problem mit den ganzen Artefakten? Die haben sich jetzt laut Liste online, haben die sich irgendwie alle verschoben, ne? Alles durcheinander? Ja, wir hatten die ja schon mal alle hier auf der Map gehabt, aber da waren die halt noch genau woanders. Und die wurden halt geändert, das war total einfach. Am Anfang waren die auf Ragnarök einfach immer irgendwo, wo du ganz schnell dran kamst. Jax, das war ja so, ich hab dir mit dir, waren wir in den Highlands, dann hab ich dir so eine kleine Höhle unten in diesen Canyon gelockt. Ja. Bei dem Wasser. Gestorben ist. Ja. Da war ein Artefakt drin. Dieses Artefakt wurde dann in das Labyrinth gepackt, beispielsweise. Ach so. Deswegen vier Artefakte, die so auf der Karte waren, sind jetzt in dieser Dungeon hinzugefügt worden. Die waren nur so vorher verteilt, dass du die wenigstens auch hattest. Wäre blöd, wenn du sagst, die kommen erst in 800 Patches später, die Artefakte brauchst du nicht machen. Also kurz, man muss nicht mehr um die Ecke, man muss jetzt ganz wide away. Genau. Ja, ich kann immer mal Döner essen. So, alle da? Nee, ich muss nur ganz ins Dorn erschießen, wo ist er? Ja. Immer ganz. Was das fehlt? Irgendwie hier die Heilschweine. Also ich meine jetzt nicht euch, sondern die Schweine. Ach, die ich mach das Heilschwein hier. Ich wollte gerade sagen, dafür haben wir uns. Ich wollte gerade sagen, das Heilschwein kann ich auch. Kaum sind andere dabei, heilt so. Das halt die Tiere aber nicht genommen. Einmal heil Miss Piggy bitte. Oh, so den Zahnarztbohrer weg. Zahnarztbohrer, gut, dass du mich daran erinnerst, Dex. Ich muss meine Magie noch herstellen. Ich hab noch ein paar Notes dabei, wenn du brauchst. Ja, ich bin jetzt bei uns noch kurz sogar. In der Base. Du kannst auch von mir eine Note bekommen. 6 setzen. Ja. Glaub ich, nehme lieber das von Tommy. Ich hab Cooked Lamb Shop dabei, will das jemand haben? Oh, Schmeißbrand-Runde. Ist ziemlich heiß hier. Du weißt schon, dass du deinen Leuten schadest, ne? What shit? Nein, das ist alles gut. Zero Schaden. Verbrenne dich! Oh, Dreck! Mach den jetzt fallen die ganzen Rechse um. Alle tot. Stone the Thieves. Sag mal. Willst du den T-Rex noch die Zähne machen oder was? Ja, Sex, ich mache deinen Job, weil du bist ja eigentlich getan hast. Ja, aber ich komm da seitdem wir groß geworden sind nicht mehr dran! Ja, jetzt! Ich hab doch das Bild mit dem Das ist aber auch ekelhaft. Das ist ätzend, echt. Das ist so ein Geräusch, das geht. Oh, dann sind das auch noch zwei jetzt oder was? Unter die Haut. Wir müssen unbedingt rein. Können wir starten? Push the button. Nein, Ruffy ist noch push, nicht da. Push the button. Ich bin auch sofort da. Ruffy! Komm schneller! Das ist ja gut. Nein, ich hab. Jetzt haben wir Druck. Wer wird Millionär, ne? Wie war es mit dem Button hier drücken? Wollte sagen, ich. Das war gar nicht mit dem Button, ne? Das war. Wer wird Millionär? Musste man, glaube ich, auch gar keinen Button drücken, oder? Nein. Nee, das war irgendwo anders. Nicht, dass du es wieder verwechselt mit. Wo ist die Kugel? Wo ist die Kugel? Darf ich dich erschießen, Junge? Wenn ich dich
ich erschwerten darf. Erschwerten? Erschwerten? Willst du sie nicht erschweren? Denkst du, triffst doch eh wieder nur 3 Schaden. Ja, aber hast du das im Video gesehen? Ich hab dich doch. Ja, hab ich. Ihr habt der Kim doch voll ins Gesicht geschossen. Du hast dran vorbeigezählt, rechts am Kopf vorbei. Gar nicht wahr. Doch. Doch. Gelüge. Doch, jetzt hab ich alles. Das war ein Leck bei euch im Fernsehen. Ich hab doch das Ultra. Das Ultra-Aiming. Ich hab doch mein Aiming-Bot immer an. Wo genau seid ihr denn? Der Shield aber auch. Mein Shield nennt Aiming-Bot. Beim roten Ark. Wir teleportieren uns vom roten Ark los. Also der rote Ark ist da, wo der rote Ark ist. Sag das ja, doch wirklich. Mal. Der rote Ark. Wo ist denn der Battle-Mecker? Battle-Mecker? Der hat ein Date. Was? Oder ist er mittlerweile schon schlafen? Der müsste schon. Der Date müsste doch dabei sein. Gut war, schläft er schläft bei seinem Date. Oh. Aber nur wird's gut gelaufen. Oder er kommt gerade erst zu seinem Date. Oh. Warum, er geht zu ihr hin? Was habt ihr denn alle? Er kommt zu seinem Date! Ihr Schweinehunde! Wollte ich sagen, Stone, du redest mit uns. Hey, du hast was anderes erwartet. Großer Sputz! Hey! Mann, du blöder Drache! Darf ich dir mal meine Kanu-Sammlung zeigen? Was? Okay. Bei ihm ist es, sind es doch eher Baryonik-Griffe. Ich bin auf dem Weg. Danke, damit kann ich was anfangen. Ich habe eine Idee, was man mitnehmen könnte zum Boot. Nein, ich absteigen. Sie schon wieder. Könnte man Reaper mitnehmen? Hey, nein, das wird jetzt ewig. Ich bin eine Biene. Geht das wieder los? Also ich finde das eine Unverschämtheit. Der Dantex hat gerade mit Schnee geschmissen. Ich habe das genau gesehen. Ja, das war Dantex. Unmöglich, oder? Und das in so einem heißen Gebiet. Also ich habe ja nichts gegen den Zahnarztbohrer. Ich habe ja nichts gegen eine Flammenwelle. Aber nee, Eis, Schneewelle geht gar nicht. Da könnte man hier noch mit verletzen. Ja, genau. Voll ins Auge. Ich schmeiße mit Geld die Schneebällen. Irgendwer hat die Karte geschmissen. Ich habe nichts mit Schneebällen geschmissen. Das kann ich auch. Extra bitter. Zitronengeschmack. Extra bitter, Raffi. Extra bitter. Schmecken wie Tränen. Die haben wir doch ständig alle. Ja. Glaub, ich verzichte. Oh, kann man oben drauf gehen? Hier, oh, konnte ich gerade drauf stehen. Auf der Pflanze stehen? Ich stehe auf der Pflanze. Ich stehe auf der Pflanze. Roter. Unverkennbar, das ist der ganze leuchtende, Schneeball schmeißende, grüne, feuerwälzende Pflanzen-Dingsbums-Punkt. Mit roten Eiern. Haben die Tierwechsel irgendwo Eier? Oh, warum sind deine Eier rot? Und der Kano, schon krieg ich hier voll raus. Was machst du mit diesem Kano? Der kommt mit. Mein Kano. War das dein Lieblingskano? Ja. Der ist nicht tot. Denkst du, das noch ein Steak für mich? Willst du ein Steak? Mein Kano. Ja, ein Kano-Steak. Voll lecker. Ich habe jetzt noch keine Handwaffe dabei. Okay. Mein Rockrack glitscht da ein bisschen durch die Gegend. Jetzt sitzt er wieder. Haben denn genug Rex für Sattel? Sättel? Oh. Nee, nicht alle, aber wird schon passen. Wird schon schief gehen. Warte mal, jetzt klopft es gerade. Was, wir müssen auf dem Rexen rumreiten? Ich wollte jetzt auch rumfliegen. Nein, lauf ruhig. Ich werde eh nicht reiten, also von daher. Nein, ich glaube, es bringt mehr, wenn wir alle selber kämpfen und die Rexe machen lassen. Noch dazu. Wer ist eigentlich von euch Heiler? Einer. Wo kann ich mich dann ganz nach hinstellen? Ich auch. Akuma auch. So, wie sieht das eigentlich aus? Wer tut den Yuti? Einer muss den Yuti auch arbeiten. Oh Gott, lag. Alter, oh Gott, lag. Yeah. 4 FPS hatte ich gerade nur noch. Könnten wir das einmal kurz lassen, wenn wir gleich drin sind? Sonst bin ich direkt wahrscheinlich wieder raus. Das wäre voll nett. Weil gleichzeitig porten und das geht auch. Okay, kann los, ne? Wenn du gerade porten bist, aktivieren. Jetzt geht's los. Sind wir denn jetzt alle da? Okay, ich bin raus. Ja, Raffi hat auch neue Rüstung angezogen. Aber wir starten noch einmal ein Gruppenfoto hier. Wer ist da? Jemand ist raus? Solange wir noch leben, ja. Der Klub. Wieder
So, andere Seite. Sie sieht mich nicht. Oh Gott. Kriege ich alles Foto? Jetzt muss noch einer links neben den Chor. Der Gnome, der hier vorne ist. Gnome ist denn Gnome, der Chor überhaupt? Hier, hinter der vorne, der gelbe. Mich. Hinter der Bepiste. Hinter dem Zappel. Ach, da hinten. Der Bepiste. Der Urinstab. Irgendwo war doch vorne eben gerade. Chor ist in der Mitte, der kleine. Der mir gerade einen. Der liegt da auf dem Boden. Naja. Moment. Perfekt. So, jetzt okay. Haben wir's. Warte. Alter. Das Gehampel, wer ist denn der Hampelmann hier? Na, wer wohl? Schreiber, das ist da. So, mit seinen schicken Hosen. Ich hab die auch an. Okay. So, gut. Könnt mir die theoretisch auch anziehen, aber nö. Na dann? Dann geht's rund. Ach, ja. Ich will nicht sterben. So viele lass Menschen zwischen mir und meinem Rex. Ja, den musst du sowieso nicht. Mehr oder minder. Ist los? Ich muss mal ganz auf die Toilette, ich komme gleich wieder. Ich muss mir gerade einen Bus suchen. Ja, okay, also ich mach du hast noch 20 Sekunden Zeit, Dex. Ich schieß 300. Beide. Ich pinkel einfach zwischen die Dreadlocks von der Zoe. Das wird dann geschmeidig. Was denn? Das ist geschmeidig. Wir werden die ganze. Das wird dann. Die sehen total verfilzt, das Zeugs hier. Lass das mal doch. Ekelhaft, das Zeugs hier. Die kommen mit Nudeln hier. Echt mal, du mit deinen Haaren musst es gerade sagen mit deinem komischen Vogelnest da. Hallo, die bewegen sich total schön. Oh, wollte ich gerade sagen, irgendwie passiert nichts, aber jetzt sind wir doch da. Und angekommen. Wo sind wir? Okay. Wo ist denn Marv jetzt? Der Bossfight. Der Bossfight, der kommt beide. Wie gesagt, ich kenne den. Da ist er. Ich kenne auch noch nicht hier, ne? Wo müssen wir denn also, hin? Ich habe hier Creamy Cocktail gemacht. Ja, kann einer von haben? Euch bitte mal. Nee, alles gut. Kann einer von euch mal bitte die Rexe pfeifen? Das wäre total nett. Einer aus meinem Team am besten. Hab schon. Ja, toll, jetzt stehe ich hier. Oh mein Gott. Wer heilt? Ah, guck mal, okay. Ich bleib bei dir. Kann die mal bitte, Halef, kannst du die Rex mal bitte mitnehmen? Ja, geil. Ja, nein, jetzt mal bitte eben wegfallen. Ja, ich bin nicht. Warte, es sind doch alle weg. Au! Danke! Komm, sie runter, sie schießt her! Oh mein Gott! Was für ein Gedüdel hier mit Lichtern und Bubbles und Ringen. Was sind da für Ringe bitte hier? Meine. Okay. Oder von Chor, die schützen. Nee, das ist. Sind das die Haribo-Ringe? Ich habe mal so eine Respawn-Kugel gestellt. Normalerweise hilft es auch gegen Schaden abfangen. Ich mache mal einen auf Battlefield und leg mich hier hinter die Lauer bei der Wand. Also innerhalb. Bekommt ihr, glaube ich, weniger Schaden und teilt mehr Schaden aus, irgendwie so. Genau. Wo ist meine Kugel? Greift an. Oh, der Drache ist gleich. Okay. Das war's mit dem Drachen. Der Mann, die fressen die gerade rum. Nup, 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 nup. Oh, hier sind noch Steinbrüder. Ja. Wann ist denn der jetzt so schnell gestorben? An unseren Waffen? An den T-Rexen? An allen. An allen. An den Haribo-Ringen. Die geballte Kopfschmerz. Ich habe jeweils 50.000 Anlöchen gemacht. Panas, ich schieße mit dir. Vito. Ja, ich habe die zwei Golems hinter mir. Ja, dann eben. Aber die sind auch gleich Beton. Denk da, oder Beton. Der weicht aber auch immer aus, dieses eklige. Ja, und jetzt habe ich irgendwie keinen Stamina mehr. Komm her, Manti. Achtung, der. Der Rotzelümmel! Der hat doch mit Absicht. Yeah. Ah, komm! Da kommt er. Manti. Bitte, oh, fliegt! I have a little bit of hey. Oha, ich bin 40 scharf, wenn ich mich hier. Hallo Ruffy. Oh, hi Dexy. Ich komme mal bei dir in die Kugel. Oh mein Gott. Sag mal, erkennt der überhaupt nichts mehr? Das ist nur eine riesengroße Feuerkugel da um den herum. Auf was soll man überhaupt schießen da? Ach, das Ding da. Ah, jetzt mach ich mit dem Messer. Oh Gott, man erkennt überhaupt nichts mehr. Und das war's. Okay. Mantikiller. Wir haben den Mantikor sogar Loot bekommen. Na, nice. Yeah. Wo ist die Manticore-Leiche? Da. Ne, das ist die Drachenleiche. Chor versteckt sich mit Drachen.
Ja, nein. Du musst nur diesen riesengroßen langen Schwanz vorbei. Hat jemand die Mantikor-Leiche gesehen? Hier? Nein. Die ist weg, die ist despawned. Oh, nee. Das ist, achso, das ist. Schade, weil der stand, dass er Loot gelassen hat. Hast du den Inventar? Achso, so eine Kiste. Nein, die Kiste. So, ja, dann, das kann ja. Vielleicht das Tier. Bekommen. Das Tier ist auch oder gewesen. Einer der, normalerweise kannst du nicht. Golems? Nee, einer der Golems eigentlich. Ach, kann man da nicht lang? Doch, kann man wohl. Und dann müsste eine Tasche gedroppt sein. Da, oh, es gibt eine Wand, man kann ja nicht weiter. Ah, oh, ich wollte ein Foto von dem blöden Drachen machen. Mensch, ey. Ja, wie? Ich komme nicht auf die andere Seite. Stell dich auf. So, hast du erschossen quasi. Wir sind sofort runter von den Tieren, wir sind sofort raus. Ja, runter von den Tieren. Ja, 5 Sekunden. Dankeschön. Und wir sind davon gekommen. Das ging aber schnell. Oh Gott. Ja. Ich häng in irgendeinem Bauch. Ich wurde gegessen. Ich wurde gegessen. Ich versuche die mal ein bisschen auseinanderzuziehen. Also ich sitze hier an der Seite und hier liegt ja was Totes. Hier liegt ein toter Kanu. Dex, du sollst doch nicht deine Kanus überall rumliegen lassen. Und ich habe die Kiste gefunden. Ehrlich? Es ist auch eine Bronzekiste. Wo war die denn? Was ist drin? Eine Controller-Fackel. Ja. Yay. Möchte die jemand haben? Ich kann die selber erstellen. Nee, die habt ihr auch noch. Ja, guck mal, was mit Schokolade. Da halte ich die. Mhm. Hab ich mal wieder ein bisschen Licht. Versuch mal, da anzufallen. Ja, die Licht. Doch jetzt irgendwie schnell. Das war jetzt. Kommt nichts mehr? Das war leicht. Das war der leichteste. Das war der leichteste. Aber den Drachen habe ich auch keinen Schaden gemacht, aber der Drachen hat jetzt irgendwie viel mehr gefressen. Oh, bitte nicht. Wollten wir jetzt eigentlich nur diese zwei machen oder kommt da jetzt noch was? Es war eigentlich nur einer, das war der Gamma. Okay. Ja. Habt ihr noch einen Beta und einen Alpha, genau mit den gleichen. Nur halt, dass die dann stärker sind. Richtig. Aber ich glaube, da brauchen wir nochmal das Artefakt für, ne? Ja, und da brauchen wir auch Basilo-Speck und die ganze Kacke. Und für den nächsten bräuchten wir alles 20 Mal und für den letzten dann alles 25 Mal. Aber Basilo-Speck, den kannst du doch kaufen. Das geht. Das käuflicher Wert. Davon habe ich, glaube ich, auch genug da. Ja, also alles halt, alle diese ganzen Teile jetzt. Ja, kann man alle kaufen. Ja, können wir machen. Ich sag dir nur. Also das Artefakt. Wir können ja auch einfach mal hier den Gigas wollen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Nein. Können wir auch machen, aber dann bitte auf der großen freien Fläche. Ja, das wäre doch mal eine coole Sache, so einfach in der Wüste den spawnen. Oder da. Ja. Oh Gott. Und das Artefakt des Gewaltigen kann ich schon mal mit dazu steuern. Das hat ihn noch im Inventar. Kurz mal weg hier. So. Ich wollte sagen, wenn wir gegen Giga kämpfen, dann würde ich gerne den Dings dafür nehmen. Den Reaper. Kannst du mal austesten dafür? Ich glaube, der macht nur Schaden, dann ist es egal, aber egal, der kriegt trotzdem so viel Schaden. Ich wollte sagen, der Reaper hält das ganz gut eigentlich aus. Ja, der kriegt ja vermehrten Schaden. Deswegen frage ich ja gerade, ob er Blutungsschaden macht. Wenn er Blutungsschaden macht, ist es scheißegal, ob es ein Reaper ist. Das stimmt auch wohl wieder, aber ich glaube, er macht ja diesen. Er macht ja diesen Biss, das Feuer macht den meisten Schaden, weil das das ist bei allen Tieren gleich. Ich denke mal auch. Ich weiß nicht, ob die Reduktions greift. Nein, da greift es nicht, weil es ist immer 5% des aktuellen Lebens. Also sollen wir uns mal in der Wüste treffen und den dort spawnen lassen? Oder was machen? Was ist das hier eigentlich für eine Mieze? Sieht ja cool aus. Ja, sollen wir das machen oder was? Ja. Vielleicht eine Katze. Soll ich dann hier die Rexe mitnehmen? Einfach, weil dafür wurden sehr gezüchtet. Also entweder wir machen das in der Wüste. Ich? Ja, ich glaube, die Wüste ist, glaube ich, noch näher und besser. Also ich habe jetzt in den Highlands dort hinten. Das ist, glaube ich, da ein bisschen komplizierter. Ja, da gibt es zu viel Basen in der Nähe. Waffi, bei denen ist das so, du Wüste kannst den spawnen derzeit mit dem Summoner-Trank oder halt beschwören, oder du brauchst du infernales Metall. Hallo Schoki. Und tschüss Schoki. Das ist mit dem Summoner-Trank definitiv schon. Ja, okay, dann treffen wir uns in der Wüste einfach. Suchen wir eine freie Stelle oder ganz nah an Anorema Space. Ich kann ein bisschen dauern, mit den ganzen Rexen da in die Wüste zu laufen. Hm? Ja, und mit den Reaper. Na, einfach hier links am Gebirge lang. Wird schon gehen. Nicht durch den Wald oder sonst ich mache jetzt einfach einen kleinen Cut und dann sind wir gleich dann in der Wüste wieder da. Ja. Die ganzen Schildkröten sind auch hinter mir. Wo ist denn der kleine Scheißer von Dodo? Ja, aber bei mir. Wo bist du? Ich sehe nichts. Da wo der Reaper draufbeißen. Ach, da wo es gerade rumgefeuert wird. Da so. Da wo der Reaper ist. Schlechte Sache. Oh mein Gott. Der Jeep ist tot.
Ich habe keine Ahnung, gegen wem ich kämpfe. Irgendwas, was, was. Oh, heiß. Lauf, Reaper, heiß. Lauf. Da ist eine Schildkröte noch. Ah, ab den Grafen tötet, wer auch immer von den Grafen verfolgt wurde. Oh, bei mir. Ich denke mal, weil hinter mir hinterher war. Hinter einem Bären, glaube ich. Genau, das war meiner. Weil ich viele Bären. Sag mal, was? Ja, woher kommt denn der Guardian? War der jetzt gerade die ganze Zeit hier? Ja. Ja, der war die ganze Zeit da. Okay. Boah, guck mal, ich schaffe jetzt nicht locker. Ja, 11.000? Er hat mich gebissen, der blöde Drache. Ich sehe nichts. Ja, ich auch nicht. Brenne. Irgendwo da drin ist ein Tode. Ja. Einfach zuhauen. Einfach zuhauen. Ich hab ein Stego am Popo. Nein, nicht packen. Helf dir. Laufe um den Dunst. Die einen haben Bauchnabelpiercing, die anderen haben Stego am Popo. Ich sehe nicht. Hey, Mann, das ist ja so gut. Hör doch mal auf damit. Ich sehe überhaupt nichts. Ich verstehe auch nichts. Mach mal Pause. Lass mich in Ruhe, Drache. Hab ich schon. Lass mich hier. Dunstdase. Die sind hinter dir, aber. Toll, ich brenne. Ja, ich auch. Das ist echt eine heiße. Au. Das ist gut am Fisper, kann gegenheilen. Nee, kannst du vergessen, gegen Heilen ist da. Was? Gib ihm einen von den Tränken, von den Heal-Tränken. Hab ich schon. Deswegen. Ja, aber du. Ich brauch erstmal eine Pause. Oh, da ist irgendwie gerade ein. Der hat viel Leben. Portalrad kaputt gegangen? Nee. Ah, nee, das ist diese Pixelrauch, den der da produziert. Da. Da. Im Chor. Markiert. Seit wann sind denn die Guardian-Drachen so aktiv? Ja, schon ein bisschen. Also ich hatte auch schon mal einen, der mir hinterher geflogen ist. Ja, ich auch schon. Ja. Oh, ich sehe schon wieder nichts. Also ich glaube mit den Reapers, das ist keine gute Idee. Macht doch mal die Augen auf! Da wo das gerade da läuft. Wie gerade von allen. Ich mach 11.000 Schaden übrigens. Aber schön, dass der T-Rex beim Kampf auch Eier legt. Hier liegt ein Ei. Läuft. Jetzt ist er. Rote Minze. Aber die anderen Tierchen sind noch. Rote Minze. Hat jemand ein bisschen Heal-Trank? Ja, ich hab noch 11. Ja, ich auch. Ja. Also ich hab ein paar mehr noch, also. Ich hab sogar noch ein paar mehr. Der Zug ist auch. Es war scheinbar jetzt heiß zusammen. Ich 48 hätte ich noch mal. Nein, ey! War alles cool! Ach, da kannst du noch mal welche reinlegen. Ach, du, weil ich sagen, wenn ihr mir gleich welche abgeben könnt, wäre das super. Ja. Doch, ja. Ruffy, kommst du zu mir? Die Tasche aufgehoben. Ja, warte. Ruffy, stehen bleiben. Ja, was denn nun? Freeze! Einfach mal stehen bleiben. Trotzdem, danke, Kübchen. Ich esse leider kaum. Hat jemand den Loot bekommen davon, als oder? Als Dönerersatz. Der Loot des Doros ist der. Bestimmt jemand. Ihr müsste Dex haben, wenn er getötet hat. Also ich hab den zwar gekillt, aber nichts bekommen. Vielleicht nehmen wir ja, doch, ist Tier. Im Tier dann drin. Achso, im Tier, stimmt, ja. Ach da Gott, der Reaper, ja, entschuldige. Ja, so ein paar Sachen. Wollte ich gerade sagen, der ist so ein bisschen unsichtbar, oder? Danke. Hier so ein paar rosa Turtle-Shield oder und so. Genau. Ja, genau. Dankeschön. Essen! Eidechsenlunge. Eidechsenlunge. Mammut, Backenzahn und sowas. Das sind die üblichen Sachen, die man so in Ark bekommt. Willst du mich auch noch mal ein bisschen Akkumar? Du auf Tiere machst das. Atropleuregalle. So, guck mal, wie wenig Tier dadurch bekommt. Hast du den einzelnen, auf dem ich geritten bin, mitgenommen? Ja, ich hab alle dabei. Danke, danke. Das ist immer noch so lustig, wenn der Reaper springt. Boing. Boing. So, sind jetzt alle. Er springt verdammt hoch und weit. Wie ein Flummi. Der wäre. Der Reaper. Ich kann auch. Wir rufen jetzt aber, wem rufen wir denn jetzt? Den Giga, ne? Ich ein paar hier rüberziehen, damit die auch gleich laufen können. Wolltest du sagen, wollen wir erstmal mit den kleineren anfangen? Dex kennt die doch noch gar nicht. Dodos und Affen? Kann ich machen. Mit Dex, das meine ich, guck mal. Ja, den haben, ja, wir haben den ja auch, das war lustig. So ein riesiger Flummi. Ich hätte jetzt auch meinen mitnehmen können, aber ich mach's dann doch lieber von oben. Ich hab lieber Kontrolle. Bei der Stellung. Also wollen wir Affe und Dodo zuerst. Ja. Okay, dann machen wir mal den Dodo haben wir ja gerade gehabt, dann machen wir erstmal einen Affen.
Ja. Machen wir hier keinen Affen, Alter. Doch, voll den Affentanz machen wir. Den Affencheck. Also ich werde nicht sagen, dass wir noch ganz affig sind. Denkst du, der Affe kommt jetzt, also nee, beim Portal da unten? Ich bin da, ich bin da. Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Welcher Affe ist das denn jetzt? Der kleine. Der Infektive-Affe. Ach so, der Infekte. Das Äffchen. Naja, das Mesopithecus. Ja. Nee, doch. Doch, der Mesopithecus ist der kleine. Er kriegt schon Schaden. Doch, was? Ja, durch. Welche Höhe hat er denn? Das ist ja mega small. Ich hab gedacht, da kommt jetzt so ein Riesenvieh. Haut der gut raus? 2,24. Ja, jetzt geht's los. Ja, komm, der geht doch. Oh, ich mal Nahkampf hier. Komm mal gleich ran. An die Banane. Ja, noch was für euch. Oh, jetzt bin ich dran. Hier. Gebleibt. Ja. Er hat mich zugeschissen. Ich seh nichts. Hängt fest. Ah, jetzt. Ja, nee, ich bin Rollback, ja. Irgendwie hängt gerade alles. Ich heile gegen. Da war er. Krass, man hätte. Ich hab, ja, zwei Geier, die es bekommen. Keine Chance, du siehst überhaupt gar nichts mit dem ganzen Getümmel da. Es hat jeder zwei Geier, die es bekommen. Ja, ja, jeder deiner Nähe. Das stimmt, ja, so. Was macht man damit? Geier, liebst Kirschen. Und aus Kirschen in den Popo schieben. Kannst du K.O.-Pfeile machen. Ja. Aber wir machen nur für einen von Lesser, einen von Medium, einen von Endboss. Das ist uns. Ne. So. Juti, Dodorex, Drache, Dornichwengen. 1, 2, 3 oder 4. Horny, Dragon. Horny. Ja, der ist Horny, den hab ich auch noch nie gemacht. Den Horny. Okay. Ich kenne nur die Hornys. Einmal kommt der Horny Dragon. Also ich besprenkel Storm mal ein bisschen. Ab hier. Welche so. Also ehrlich mal. Wir besprenkeln das, will sich der Herr. Bevor wir anfangen, ich setz mal so eine Respawn-Kugel. So. Respawn-Kugel. Weil es irgendjemand drauf gehen sollte. Respawn. Neustart. Irgendwas brennt das ja. Ja, Stone. Irgendwas brennt. 88 ist er. Also. Mein auf. Hör auf mit Knuspern. Lass mich ran, hier oben, Rexe. Das anhört. Da ist er. Boah, man erkennt ja gar nicht so den ganzen Getümmel. Aber der ist fix unterwegs. Der sieht gut aus auch. Ja, ehrlich gesagt, das Haus hier. Macht auch gut Schaden, muss man sagen. 1407. Schaffen Schaden von 129. Boah, ich versuche irgendwie was zu erkennen gerade. Nee, weil es nur noch Beine und Zahlen. Ja. Und Tintenfischringe hier auf dem Kopf. Ah, der Bora ist dabei. Achso, liebe Zuschauer, das sind die Lottozahlen von heute. Echt, so krasse Zahlen? Schreiben Sie bitte alles mit. Oh mein Gott, ich sehe nur Zahlen. Ihr solltet ran da, sonst kriegt ihr keine Geier. Und er. Ja, ich mach 600 Schaden. Den Geier. Oder? Ja. Yum Yum hat ihn gefressen. Boah, ich bin. Nom Nom? Nom Nom? Ja, Dex, die Geier liebst du. Jetzt sind die schon heilen wollen. Ja. Sind die Rexe links mal ein bisschen verletzt? Warte, was? Wo bist du denn? Ja, am Ende haben wir immer noch kostenlose so viele Heilung. Aber, okay. Ja, deswegen heile ich dir jetzt auch nicht hoch, damit dir bloß mal jemand stirbt. Ach, bescheid, wenn ihr so weit seid. Ist da einer gestorben von den Rexen? Mach einfach. Ja, jetzt gerade, weil du den Heal drauf gemacht hast. Einer wollte sich healen. Ja, und der Heal. Ja, ich brauch einen kleinen Moment. Nimmt im ersten Moment erstmal ein bisschen Leben. Wer ist bereits gesagt, ich mag jetzt schon mal die Eule. Wo ist denn Eule? Doch, auf dem schwarzen Rex. Echt? Auch nochmal hier Heilung für meinen Flattervieh. Der nimmt einmal ganz kurz und dann kriegst du das Flattervieh. Ganz komisch, hat das Heilung auch noch ganz schon mal. Ja, ich wollte gerade sagen, für Dex, hast du die Spawn-Kugel eigentlich schon mal gesehen? Ja, ich habe aber gerade Abklingzeit drauf. Eben habe ich es mal ganz kurz gesehen. Lass mal kurz runter, dann zeige ich dir. Ich habe den Stapel dabei. Wo ist er denn? Da ist er, Dex. Ich habe gerade so eine Heilpotion reingeballert, das geht auch so.
Ja, okay, ich wollte gerade sagen, das ist sinnvoller an der Stelle. Für die Tiere sowieso die Potions. Genau, no, essen. Eule macht das aber auch. Weil ja, essen? Ja, ja, mach ich halt. Mach ich parallel. Ja, so sehen die Kugeln aus. Ja, das ist die Bodenkugel, die habe ich eben schon gesehen. Das, ich verstehe nur nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Das was ist, das denn? Warte mal kurz, ich spawn dir den mal kurz, dann kannst du selbst mal eine setzen. Da. Was ist das? Nimm das mal auf und setz mal selbst eine Kugel. Und dann geh da mal ran. Oh, geh mal ran da. Hm. Ran an die Kugel. Ran an die Melone. Fast Travel. Da. Das ist genau wie ein normales Bett. Das ist, die halten 60 Sekunden, damit kannst du dich halt zurückspawnen. Ja, geil. Ach so. Also gaukelt dem danke, ne? Ein tschüss. Bett vor. Ja, danke. Wenn du möchtest, wir haben noch einen zu Hause. Ich kann dir mal einen abgeben. Sind die Dinger irgendwie ständig. Weißt du was, ich kämpfe jetzt gleich mal mit den Harry Potter Stäben, die ich eben von Korb bekomme. Wolltest du denn jetzt hingeworfen, Dex? Hab ich mich rausgeworfen? Nee, ich habe, glaube ich, irgendwas anderes rausgeworfen, glaube ich, oder? Ja, weiter. Das ist der? Ja, bin ich. Das ist der. Okay, keine Ahnung. Weiter. Wie bereits gesagt, wenn ihr wolltet, könnt ihr auch einen haben. Die halten 60 Sekunden, die Kugeln halt. Die dehnen sich immer weiter aus, bis sie platzen. Sieht man ja auch. Genau wie bei meiner Blase, wenn ich mich zum Toilette gehe. Ich bin da genug. Und dann war's das. Ha! Sag mal Bescheid, wenn du anfängst, Stone, dann setzt du nochmal eine Blase. Ja, ich weiß, Blasen. Kurz in den Base, hab nochmal ein Guardian-Element geholt. Ach, hättest du was gesagt, wir haben was dabei. Spät. Schon auf dem Rückweg. Hat das hier noch einen Antichor-Drache gekillt. Hat hier kein improvisiertes Zelt dabei. Mir ist schwindelig. Echt? Hast du falsche Rüstung an, Hex? Nein, ich habe eine Rüstung an. Hier war ja extra gegen Fünzes, dass er ganz warm wird. Ich wollte sagen, stell dich ein bisschen in das Eisdeck, vielleicht funktioniert das. Ja genau, ich mache es bei mir. Wird ganz warm ums Ei. Harte Nippel. Mein Körper weiß auch nicht, was er will. Heiß, kalt, ist ja... Ist ja fast... Ist ja fast wie in der Kölner Metro. Ich wollte gerade sagen, mit 23 schon Wechseljahre. Ich bleib mal hier so liegen. Ich bin wieder da, ich geh jetzt spawnen. Ja, ich bleib hier so liegen, der merkt er mich. Was gibt's denn jetzt? Das eine wahre Guardian. Wow, okay. Ja. So, ich hab ein paar Respawn-Kugeln mehr gesetzt. Hey, für den Fall der Peter. Was spawnt denn jetzt? Lauf schon, lauf! Giga. Ich bin weg. Der Kick. Tschüss. Ich bin auch ein kleines Stück zurück. Dex, das solltest du. Akku, das solltest du nicht tun. Doch. Ich hau jetzt ab. Das war klar. Ach, wir lassen da Joma damit genau, alleine oder der Giga wird schon bei ihm an der Base ankommen. Ja. Mach das nochmal Dex gleich, wenn der kommt. Ja, Slow. Genau. Metalwecker ist da. Welches Level hat er? Oh. Was läuft? Ey, eine riesen Flattermaus. Ja, das spawnt nur eine. Oh, leck das gerade, was ist denn los hier? Das spawnt auch Dodos und Affen. Die Minions. Oh mein Gott. Okay. Jetzt sterben die Rexe. Wir machen hier mal ein bisschen Luftkampf, würde ich sagen. Oh mein Gott. Nein, Bodentruppen, lass mich nicht allein. Die Bodentruppen sind sofort tot und dann ist der Luftkampf weiter. Ah, ich hänge in den Rexen. Boah, leck das, was ist denn los? Lass mich hier raus. Ich muss meine Zahlen ausstellen. Boah, der ist halb tot. Ich will nur noch ein paar Treffer setzen. Bin dich dran. Doktor. Oh, der macht ja Blut noch Schaden, wieso? Ja. Ich versuche gerade irgendwas zu erkennen, Leute. Er ist tot? Ja, der Schaden ist ja. Oh, dein Dino fühlt sich voller Energie. Ja. Oh, Element. Senpai ist gestorben! Senpai ist tot! Und dann Senpai! Bienchen auf. Mund zu Mund Beatmung! Das schaffen wir! Noch, wer hat ihn gefressen? Siegfried und der Bossfighter. Ja, das nennt man Wiederverwertung. Deswegen heißt er ja so, ne? Ja, genau. Siegfried, der Drachentöter. Und Roy. So, wer hat jetzt den Giga aufgefuttert? Ja, haben wir gerade. Wer denn? Die Leiche. Achso, ich. Für den Loot. Für den Loot. Gab's denn Feines? Wer das Portal gefressen? Ich hab's auch schon. Achso. Ein Dämonik-Schwert. Portal. Was? Ich will gerne haben. Was? Ja. Boah, ich fall hier gleich aus den Natschen, es ist nur noch am Schwiebel. Ich werf's nicht. Nee,
Leben habe ich noch genug eigentlich, aber das sieht einfach nur schwibbelig wabbelig aus. Und jetzt noch mehr eigentlich? Also wir haben jetzt die Tech-Schlafkapsel freigeschaltet bekommen. Zumindest ja. Ich gerade. Ich auch. Sehr gut. Wie war machen wir folgendes. Was haltet ihr davon, wenn wir uns ganz kurz bei Eule treffen? Ah, nee, wir können die ganzen Tieren jetzt nicht dahin latschen. Scheiße, weil die doch, so. Doch, könnt ihr, die können wir an der Arena abstellen. Was also ein schönes Gruppenfoto würde ich gerne noch machen, aber ich krieg kein Foto hin mit diesem ganzen Geschwabbel hier auf meinem Monitor. Aber dann lass uns das vor der Arena machen. Wo wohnst du denn, Eule? Einmal hier den Berg hoch. Das Gebirge hoch. Okay. Einfach mir folgen, bitte. Warum hast denn du eigentlich immer noch keinen Aufzug nach hier unten gebaut? Was soll denn das? Ja, Schatz, das stimmt. Eine Rampe. Wir können Eule ganz schnell. Hey, Gute. Ja. Warum? Mensch, Dantex, ich leg dir auch die Stromleitung. Neutral, ne? durch die ganze Wüste lege ich sie dir. Oh ja, bitte. Das wäre natürlich mal ein Projekt, ne? Stromleitung durch die Wüste unterirdisch? Ich kenne das doch mit Strom, mit Wasserleitungen legen. 10.000 Kilometer und dann kommt der Stone. Wir haben ja eigentlich einen Brunnen, da kannst du dich auch da anschließen. Junge. Ja, der Brunnen ist aber nicht endlos. Der Brunnen irgendwann stelle ich hier unten noch ein Telefon. Also wenn du den Brunnen unter der den... Der magische Brunnen, der kann leer laufen, wenn du zu viel Wasser rausziehst. Der kann leer laufen, aber der Eimer mit Wasser, der läuft nicht leer. Also wir haben den Brunnen einfach unter unseren Giga gesetzt. Dann ist der eigentlich immer gefüllt wieder. unter Metalback haben wir den gesetzt, weil der pickelt einfach rein und dann... ja, okay, das hält. Das stimmt. Da fließt er einfach so... Okay. Komm, wir machen das Gruppenfoto. Hier vorne. Respekt. Vor der Arena. So. Wartet. Ja, nee. Kann jeder sich hinstellen. Komme noch. Dann sieht man sie ja nicht. Pass auf, wir gehen ein bisschen weiter zurück. Bisschen weiter zurück. Sag mal, die sieht voll geil aus. Nicht schlecht gebaut. Mhm. Die ist cool. Warte mal, richtig anziehen. So. Achso, richtig anziehen. So. Der Schick. So. Ich hätte irgendwelche Augen in mein Gesicht. Ich richtig anziehen. Score, du Ekliger. Geh aus meinen Augen raus. Nein, ich hab grad seinen inneren Kopf gesehen. Auch nicht schlecht. Wer will schon das Innere von seinem Kopf wissen? Sind alle da? Nur Spotz. Ja! Hängt auf! Das muss ich noch Rekord. Ja, richtig stehen. Wunderbar. Oh! Guck mal, da können wir das andere auch noch da hinten dazu stellen. Wer macht denn hier diese komische rote Wolke? Okay. Eine Falle. Bis der Alpha-Status. Boah, kann man das irgendwie ausstellen? Ja, das ist in 10 Sekunden aus. Ah, okay. Der Zahnarzt ist wieder. Boah, das sieht ja aus wie He-Man, ey. Weitermacht von Grayskull. Okay. Das sieht gut aus. Okay, ich glaube, das Spiel ist gerade abgestürzt. Durch das ganze. Nee, alles in Ordnung. Ist noch okay. War nur ein bisschen, hat was länger gedauert. So, Leute, das war die Folge 100. Hat ja. Da wird ein bisschen geschnitten. Also jede zwei. Das war noch ein Bonus. Also Jax, zum Abschluss müssen wir noch was sagen. So nicht enden. Was denn? Das war doch gerade. Hey, wer bist du? Na! Also, das ist... Ja, nee. Yeah! Komm, wie macht man das nochmal mit dem Hey? Yeah? Welches ist das? Jubeln. Cheer, glaube ich, ne? Ja. Ja. Okay, mal gucken, wir machen das mal. Wir cheeren mal alle bei. Bei zwei? Also bei 1,5 würde ich sagen. Drei Viertel. Sieben Achtel. Der Chor ist mal wieder außen vor. Du müsstest mal ein bisschen mehr zu uns kommen. Ja. Chor, steck dich rein in die Mitte. Oh, nein. Sind wir bereit? Einfach oben drauflegen. Ja. Dann in 3, 2, 1. Sauber. Recht abgestürzt. So, das war's aber. Leute, Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Schreibt in die Kommentare. Und jetzt geht's mal wieder ganz normal weiter. Bei 101 bis 200 und bis 300 bis 500 und so weiter. Bis die Staffel irgendwann endet. Bis ich nur noch alleine auf dem Server bin. Es gibt kein Ende. Sag doch sowas nicht. Richtig. Nein, du nicht. Jesus läuft weg. Kümchen. Tschüss. Hilfe. Wen hast du? Warum? Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. So, Leute. Du nimmst alle, aber nur mich nicht. Wir stehen alle im Weg. Ja. Okay. Eule? Ich bin dann aber erstmal kurz weg. Ich stelle mich erstmal kurz in Sicherheit in die Arena rein, okay? Nee, Ruffy. Drone? Zeig dir mal, wo du dich hinstellst. Ja,
geknackt. Komm mit. Also schon hier rein, ja? Nein, du kriegst nicht. Hier rauf. Nein, du kriegst nicht. Ja? Einmal Leertaste.